Die Jury belohnt Knossis' feurige Performance mit 22 Punkten. Der Kandidat, Let's Dance, erreicht somit sein persönliches Bestes. Die lobenden Worte sollten noch glücklicher sein. Sie sonst. Du hast Tango getanzt und wirklich, wirklich überzeugend gut. Du musst das ehrlich gesagt sagen. Es war kein Klamauk. Anführungszeichen. Der 41-Jährige macht deutlich. Und für Knossi und Tanzpartner Isabel Edvardsson gibt es immer noch einen Grund, glücklich zu sein. Die Hebefigur, die sie im Training viele Nerven gekostet hat und im Test perfekt in der Show funktioniert. Ein ganz erfolgreiches Erscheinungsbild für die Entertainer.